einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es das, wonach alle gefragt haben, nachdem alle geschrien haben, als wir den RS6e gezeigt haben. Denn wir wollen heute normalen RS6 gegen RS6e Zeiten messen. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Man kennt ja die Zahlen, sag ich mal, was der normale RS6 so kann, 100 auf 200. Und wir haben schon mal aus dem letzten Video so ein bisschen mitgestoppt, was der RS6e kann. Also besiegen werden wir es auf jeden Fall, aber wir schauen jetzt mal, wie gut es ist und starten auf jeden Fall mit einem normalen RS6. Das Coole ist, wir haben nicht irgendeinen RS6, sondern wir haben einen in der Nogaro Edition, die ja relativ neu ist und limitiert auch in der Auflage. Beinhaltet Farbe, speziellen Innenraum und bei dem ist es auch so, dass man optional direkt bei Audi unsere Leistungssteigerung mitbestellen kann, was natürlich für uns sehr, sehr cool ist. Aber der hat jetzt keine Leistung drin, das heißt, wir vergleichen normalen RS6 605 PS gegen den RS6e mit knapp über 1000. Ja, wird jetzt nicht so knapp, aber wird geil. Steigen. Wir haben von den Jungs aus der Werkstatt jetzt dieses Messgerät hier bekommen. Ne? Ich habe mich jetzt nicht extrem damit beschäftigt, ob das jetzt super akkurat ist oder nicht, aber ich glaube, genau deswegen ist es gut, dass wir wirklich diesen Vergleich haben, Serie zum RS6e. Ich glaube, dass es schon relativ gut ist. Die waren einigermaßen happy damit. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das werden wir jetzt machen. Und was man auch noch sagen muss ist, fuck, der RS6 hat echt, ich finde, dass der Style hat mit diesem Blau, ne? Jens hat gerade gesagt, ist ihm too much. ist auch much, aber irgendwie hat es auch was. Irgendwie hat es auch was. Ja? Okay, so, dann machen wir jetzt mal die erste Messung. 100, 200, RS6 Nogaro. Los geht's. Sagt er jetzt hier. Ist fast ein bisschen langsam. Ich glaube, offizielle Angabe ist 8,6. Es war jetzt aber auch hier ein bisschen kurvig, muss ich sagen. Es ist schwer. So, zweiter Versuch. 100, 200. 6, 7, 9,3. Sogar noch schlechter. Was ist denn da los? So, dritter Versuch. 4, 5. Der dritte war auf jeden Fall der beste, 8,861. Und ich glaube, damit sind wir auch so in der Region, die man mit dem RS6 vermutet. Denn die offizielle Angabe ist, wie gesagt, 8,6. Es hängt natürlich immer so ein bisschen damit zusammen, ist man zu zweit im Auto, ist Sprit drin. Also man hat nie, glaube ich, so die idealen Bedingungen. Dann auch mit der Autobahn, ne, ist natürlich so immer so eine Sache. Geht es gerade leicht bergauf, geht es leicht bergab, ist vielleicht Fahrtwind. Also das muss man schon ganz fairerweise sagen, diese Themen, die kann man nicht perfekt reproduzieren. Das ist natürlich immer so eine Komponente, die da mitschwingt. Aber deswegen machen wir ja mehrere, sag ich mal. Und deswegen glaube ich jetzt die dritte mit 8,861, das war schon echt okay. 3, 2, 1. So. Starten. Jetzt machen wir immer noch 100 bis 250, wenn wir es hinbekommen. Den nehmen wir jetzt einfach, weil es gar nicht so leicht, die Sinn zu bekommen. Es ist so viel Verkehr, ist so viel los auf der Straße. Wir hatten jetzt gerade echt Glück, aber jetzt sagt er will ja. Nochmal. Er sagt nochmal, komm Junge, gib nochmal alles. Wir halten jetzt also fest,
100, 200, 8,8 irgendwas. Und hier die 100 auf 250 waren 16,435. Also jetzt haben wir schon mal eine Benchmark und ich würde sagen, jetzt steigen wir in das Auto, das uns eigentlich wirklich interessiert, nämlich in den RS6e und schauen mal, was der Boost zeitentechnisch so bringt. Abschließende Worte? Es ist alles gesagt, es ist alles angerichtet, aber ich habe gerade hier beim Herfahren was gesehen. Komm, wir müssen mal ganz kurz noch was zeigen. Komm mit. Wenn wir schon beim Zeitenmessen und beim Rekordebrechen sind, sehe ich hier gerade auf dem Hof einen GT2 RS stehen. Neben einem Ferrari. GT2 RS neben einem Ferrari bei Abt Sporze auf dem Hof. Kuriose Dinge spielen sich an. Geil, geile Kisten. Aber ja, darum geht es jetzt nicht. Wir holen uns jetzt den RS6e und düsen los. So, hier steht er jetzt, der Endgegner. Wir brauchen ein bisschen, eigentlich müssen wir jetzt schon ein bisschen Dramaturgie aufbauen, ne? So ein bisschen dramatische Musik hauen wir jetzt rein. Und damit, ich weiß ja nicht, ob jeder schon von euch den gesehen hat, ne? Aber das hier ist der RS6e. Das kommt da jetzt so dramatische Musik. Ganz dramatisch, genau. Ne? Ganz dramatisch. Zieht ihr euch rein. So, Freunde, jetzt machen wir hier mal wieder den Kollegen ans Fenster. Bevor wir jetzt zur Stunde der Wahrheit kommen und rausfinden, wie viel der Boost wirklich bringt, hoffe ich natürlich, dass ihr schon den Kanal abonniert habt und falls nicht, das jetzt sofort tut, denn dann werdet ihr auch in Zukunft alle Videos von diesem wunderschönen RS6e sehen und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit es richtig abgeht. Ne? Und jetzt geht es mit dem Boost richtig ab. Weiter im Programm. Starten wir das Auto. Und dann schauen wir, dass wir jetzt einen guten Spot finden, um herauszufinden, wer der stärkste Mann ist. So, für die von euch, die vielleicht noch gar nicht so viel über den RS6e wissen, ihr könnt natürlich das Video noch anschauen, indem wir ihn vorstellen und präsentieren. Aber um es mal kurz und knackig nochmal zusammenzufassen, in diesem RS6 ist eine Leistungssteigerung drin auf 735 PS plus ein Elektromotor, der nochmal knapp 300 PS dazu gibt. Das heißt, wir haben eine Gesamtleistung von ungefähr 1018 PS und knapp 1300 Newtonmeter. Natürlich sind wir auch ein bisschen schwerer mit dem Auto, ist ganz klar, ne? Wir brauchen eine Batterie, aber wir gehen trotzdem sehr stark davon aus, dass mit dem Boost, den wir jetzt gleich hier drücken, ne? Das ist der legendäre Boost-Knopf, dass wir dann hoffentlich eine richtig geile Zeit hinbekommen. Ich will mich jetzt nicht aufs Fenster lehnen, aber ich sag mal, 6 Sekunden wäre schon geil. Wenn wir das hinbekommen würden, wäre schon eine schöne Nummer. Ich höre es auch zum ersten Mal jetzt. Hey, ne? Das ist abgefahren. In der Mitte dieses Summen von einem Elektromotor. Ja. Und du kribbelst schon im Boostfinger. Sieht man das? Ist auch ganz geil, so dieser Kontrast jetzt, ne? Von diesem komplett blau auf dieses komplett grün. Ne? Also richtig. Ja. Farbe ist wieder im Trend, Freunde. Ne? Bringt Farbe in euer Leben. Wobei man das sagen muss, gerade mit dieser, mit Farbe und mit Beklebung, ne? Es gibt immer die, die dann sagen, wow, super geil. Und die dann sagen, schaut total scheiße aus. Also, ich glaube, du kannst machen, was du willst. Du wirst nie jeden Geschmack treffen, jede Farbe treffen. Aber wir haben halt das auch so gewählt, um so ein Auto, das muss einfach ein bisschen auffallen. Das ist ja jetzt kein Alltagsauto, mit dem die Mutti zur Arbeit fährt, sondern das muss ja so ein bisschen BÄM machen. Boost, Baby! Boost!
Alter Schwede. 6,483. Beim ersten Versuch aber. Sehr geil. Sehr geil. Meinst du, da geht noch mehr? Ja, lass mal einen probieren, oder? Ja, aber der war schon ziemlich. Der war schon gut, ne? Vom Feeling her, die Bahn war frei, okay, das war ordentlich. So. Er ist geil, er macht immer Pressure. Alter, geht noch. So. Okay. Dann let's go. Boost! Boah! 6,277. Nochmal 2 Zehntel schneller. Boah, ich will die 6. Wie kriegen wir jetzt die 6 noch hin? Direkt noch einen. Jetzt ist der Boost warm. Wir müssen noch ein bisschen Sprit abtanken oder irgendwas. Oder? Na, können wir nicht noch. Lass ein bisschen T-Shirt ausziehen. Ne? Alles Geldbeutel, Handy, alles aus dem Fenster. Ey. Ich habe aber auch echt schon wieder vergessen, wie unfassbar viel Spaß der Boost einfach macht. Ne? Oder wie fühlt es sich jetzt für dich an? Erste Mal boosten? Boah, ab 100 gibt er dir richtigen Schub nochmal. Das ist schon geil. Ja. Richtig geil. Vor allem jetzt gerade im Vergleich zum RS6, der ja auch nicht schlecht geht, aber im Vergleich zum Boost. Das ist krass, ja. So. Meinst du, hier ist gut? Ja, hier ist doch gut. Also, wir knacken die 6, oder? Hoffe es. Neuer Versuch, neues Glück. Let's go. Boosted! Kriegen wir das noch hin? Wow, schwierig, ne? Boah, 6,1 ist schon eine Ansage. 6,1 ist schon. Das sind das einfach mal. Gut. Nur in der Spanne 100 auf 200 sind einfach mal 2,5 Sekunden. Puh! Für 2,2 Tonnen, die da bewegt werden. Ja. Muss ich mal vorstellen. Okay, Leute, also 6,1 100 auf 200 ist schon mal eine geile Ansage, aber jetzt wollen wir natürlich noch 100 bis 250 schauen. Da hatten wir irgendwas um 16,43 waren es. So, die gilt zu schlagen. Die werden wir natürlich schlagen, aber die Frage ist, wie schnell kriegen wir es hin? Boosted, baby! Das heißt 4,2 Sekunden schneller, 100 auf 250. Geil, richtig geil. Und es war kein perfekter Run, muss ich sagen. Ne? Es war ein bisschen zu kurvig gerade. Ich würde sagen, mit den 12,2 da sind wir jetzt einfach mal zufrieden. Das nehmen wir jetzt einfach mal so. Fazit auf jeden Fall. Ihr wolltet Zeiten, ihr wolltet Beweise. Ich glaube 6,1, 100 auf 200, 12,2, die 100 bis 250. Das sind schon sehr, sehr geile Werte. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir es nochmal bewiesen. Ich kann nur sagen, jedes Mal, wenn wir diesen Knopf drücken, es macht wirklich schon süchtig. Also es macht wirklich so eine Laune, es ist sowas von cool und ich kann mich auch immer nur wieder bedanken dafür, dass ihr auch dieses ganze Thema RSXE so genial unterstützt habt auch, ne? Also uns da auch wirklich so supportet. Wir können natürlich auch nochmal gerne auf den Prüfstand gehen, das war auch noch sowas, wo die Leute gesagt haben, hey, können wir mal die Zahlen sehen und so, das können wir gerne auch noch machen, aber ich glaube, das war auf jeden Fall jetzt der gute Beweis für heute und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß mit dem Video heute hattet. Ich hatte sehr viel Spaß. Lasst gerne ein Like da für die guten Zeiten. What a time to be alive. Freunde, Team All The Way Up. Haut rein. Ciao.